Hallo Kackbratzen. Ja, was sehen denn da meine verkrusteten Augen? Wenn das nicht ein sagenhafter Schatz ist, den muss ich sofort ausgraben. Da dann, dann, da dann. Da dann, dann, da dann. 2000 Jahre später. Ja, leck mich fett. Da bin ich wohl auf einen großen Haufen Scheiße gestoßen. Wenn eine Generation zu Ende geht, dann erwartet man ein bombastisches und finales Feuerwerk anspielen, um die sterbende Konsole mit aller Würde zu Grabe tragen zu können. I have to go now. My planet needs me. Was die PS1 betrifft, hatten wir wirklich ein Potpourri an erstklassigen Spielen, mit denen Sony die Konkurrenz von Sega und vielleicht auch Nintendo komplett den Erdboden gleichmachen konnte, was dann im Jahr 2005 den Abschied ziemlich schmerzhaft machte, auch wenn die PS2 zu dieser Zeit schon lange auf dem Markt war. Play Silent Hill. You may never leave your room again. For PlayStation von Konami. Die PS1 war meiner Meinung nach wohl das wichtigste Videospielsystem aller Zeiten. Quasi jede Horrorspielserie, wie etwa ein Resi oder auch Silent Hill, startete auf dem kleinen grauen Kasten ihre Karriere. Gran Turismo, Tekken, Metal Gear und viele andere großartigen Titel sind und waren unvergessliche Meisterwerke, die der Konsole zu einem unfassbar großen Erfolg verhalfen. Und bis zuletzt kamen auch relativ gute Spiele auf den Markt, auch weit nach dem Release der PS2 hinaus. Aber irgendwann hat eben alles mal ein Ende. Was aber den Abschied jedenfalls so unfassbar schlimm machte, war, dass die wirklich letzten Spiele auf der kleinen Kiste nicht unbedingt wirkliche Kracher waren. In Japan hatte man mit Black Matrix Zero noch einen einigermaßen anständigen Titel, aber in den USA, das in Amerika liegt, hatte der Lack schon einen kleinen Grauschleier. Dort war das letzte Spiel mit offizieller Lizenz FIFA 2005. Aber in Europa? Anscheinend scheint man bei uns auf Schmerzen zu stehen. Die exakten Daten scheinen etwas unklar zu sein, aber das vermutlich allerletzte Spiel mit offiziellen Sony-Stempel in Europa war das grandios grauenhafte Moorhuhn. Wer aber meinte, dass dieses Stück Software eigentlich schon schlimm genug war, da man so auch volle Kanne der PS1 einen wuchtigen Tritt in den Hintern verpasste, hat die Rechnung nicht mit Deutschland gemacht. Hier kennt das Grauen anscheinend keine Grenzen. Was ist das denn so? Im Land der dichten Denker, Hochkultur der Schriftstellerei und geschmackvoller Wohnzimmerschränke aus Eiche massiv kombiniert mit einem gekachelten Tisch, gab es ein Spiel, das der PS1 den wohl schlimmsten Abschied auf der ganzen Erdkartoffel spendierte. Hallo Schnappi-Fans! Ich versuche die Geschichte der kleinen Arschkrampe so kurz wie möglich zu erzählen, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Aber wer alt genug ist, kann sich vielleicht noch an die Sendung mit der Maus erinnern, wo der Terror seinen Anfang nahm. Jamba sucht den Klingeltonstar. Heute am Start, Sweetie das Küken. Es war im Jahr 2004, als die Terroristenplattform Jamba mit ihrem Klingelton-Abzock-Geschäftsmodell quasi den Höhepunkt der Unterhaltungsindustrie formte. Monstrositäten wie der Crazy Frog oder das komplett arschige Küken eroberten dank der Werbung auf Viva und MTV nicht nur die Wohn- und Kinderzimmer. Du wolltest schon immer deinen Schwarm nackt sehen. Der Schrott breitete sich wie ein unaufhaltsamer Virus auch auf alle damals noch sehr unsmarten Telefonen aus. Und etwa zur gleichen Zeit produzierte die Kölner Autorin und Komponistin Iris Grothmann einen Song mit dem kleinen Krokodil für ihre kleine Nichte. Und da Kinderarbeit anscheinend kein Problem war, ließ sie den Text auch gleich noch von dem kleinen Gör singen. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Fertig war das absolute Meisterwerk erster Kajüte, der zu Beginn glücklicherweise nur in der Sendung mit der Maus zu hören war. Den Höhepunkt der maximalen Katastrophe erreichte der Song dank Hilfe des Internets, in der das von der Autorin hochgeladene Stück Musik dann viral ging. Das MP3 erreichte dann zu allem Übel Polydor, die dann den Song auf CD pressten und bereits nach einem Jahr konnte sich die Single über 1,4 Millionen Mal verkaufen und die Hirne der Zuhörer weichkochen, während Fernsehsender wie Viva mit dem passenden Musikvideo für weiteren und sehr nachhaltigen Schaden sorgten. Lustigerweise aber nicht nur in Deutschland. Der Krokodilvirus konnte sich weltweit verbreiten und erreichte sogar das ferne Japan. Schnini, schna, schnappi, oh. Schnappi, schnappi, schnapp. Irgendein geschäftstüchtiger Manager, der noch mehr Kohle aus den nun grenzdebilen Fans herauspressen wollte, nahm eine große Line Koks und kam dann wohl auf die wunderbare Idee, ein Videospiel entwickeln zu lassen, das dann für PC und PS1 erscheinen sollte. Schnie. Schnie.
Zum Glück muss man sagen, sollte Schnappi das kleine Krokodil aber dann in seiner multimedialen Form nur Deutschland unsicher machen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sich dieser Hirnpilz abermals weltweit ausgebreitet hätte. Entwickelt wurde dann Schnappi das kleine Krokodil von der Softwareschmiede Phenomedia, die zuvor auch Titel wie Sven das fickende Schaf oder Fang das Sperma entwickelten. Das perfekte Team, das dann ein Spiel ausschließlich für Kinder entwerfen sollte. Und alter Falter, man muss Schnappi einfach selbst mal gespielt haben, um in den Genuss dieser grandiosen Spielsammlung zu kommen. Wer es augenfreundlich haben möchte, sollte sich nach der PC-Version umsehen, da es hier die eindeutig bessere Grafik gibt. Aber vom Gameplay her oder was andere Inhalte betrifft, liegt die PC-Version gleichauf mit der PS1-Version. Letztere ist sogar kompatibel mit einer Tanzmatte, auch wenn sie nur für ein einziges Minispiel zum Einsatz kommt. Aber dazu später. Jetzt ist es natürlich nicht fair, sich über ein Kinderspiel lustig zu machen, aber allein schon bei dem Versuch, das Gameplay-Video dazu aufzuzeichnen, hatte ich wohl die größten Schmerzen aller Zeiten. Den Anfang der Sammlung macht Schnappi Schnapp. In diesem Spiel gilt es in einer vorgegebenen Zeit, alle auf dem Bildschirm rumfliegenden Fliegen und Käfer zu fressen. Hält man die Sprungtaste gedrückt, lädt sich eine Kraftanzeige auf, womit dann unser kleines Krokodil bis an den oberen Bildschirmrand springen kann, und während man sich in der Luft befindet, kann man sich sogar nach links und rechts bewegen. Allerdings sollte man aufpassen, denn es gibt zwei große Feinde, die einem das Licht ausknipsen wollen. Zum einen haben wir einen Großwildjäger, der mit seinem Netz Jagd auf Schnappi macht, um das Krokodil dann in eine schicke Handtasche zu verwandeln. Der Typ sollte allerdings keine wirklich große Gefahr darstellen. Wirklich gefährlich sind die Wespen, denn wie wir ja alle wissen, sind die kleinen schwarz-gelben Biester die natürlichen Feinde des ca. 3 Tonnen schweren Reptils, das mit links ein komplettes Happy Meal mit einem Haps verschlingen kann, samt Spielzeug. Insgesamt gibt es 20 Level. Allerdings ab ungefähr dem 15. Level zieht der Schwierigkeitsgrad ziemlich an. Zu schnell beißt man mit Schmackes in eine Wespe und da man nur 3 Leben hat und keine Chance, sich ein neues Leben zu verdienen, kann der Spaß ziemlich schnell ein Loch haben. Aber selbst wenn man alle 20 Level überlebt hat, gibt es am Ende nur eine Highscore-Liste. Kein Bonus. Nichts. Um ehrlich zu sein, ist das Minispiel jetzt gar nicht mal so schlecht. Schließlich ist es ja eigentlich ein Ding für Kinder, aber auch die Jüngsten verlieren irgendwann ihre Geduld. Zum Glück gibt es ja noch 2 weitere Minispiele. Allerdings macht Schnappi Denk alles nur noch schlimmer. Hier gilt es, eine Abfolge von Tönen nachzuspielen, die uns das Krokodil vorgibt. Die Sequenz wird immer länger und bei der teils sehr monotonen Art und mit dem fortschreitenden Gehirnschwund wird das Spiel auch immer schwieriger. Schnick, 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 schnick. Wer hier ohne Schummeln das Ende erreicht, kennt wirklich keine Schmerzen oder hat sein Gehirn schon längst aufgegeben. Das Prunkstück der ganzen missratenen Sammlung ist wohl Schnappi Tanz, das einzige Minispiel, das man auch mit einer Tanzmatte spielen kann. Ich meine, was hat man auch schon zu verlieren? Seine Würde hat man schon bei dem Moment verloren, in dem man die CD ins Laufwerk der PS1 geworfen hat. Wie in einem echten Dance Dance Revolution Spiel muss man nun zum Takt die richtige Taste drücken. Das Problem ist nur, dass die nach unten fliegenden Symbole nicht wirklich dem Takt entsprechen und man hier ganz schnell Fehler machen wird. Schnappi, 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 Schnapp. Steigert man den Schwierigkeitsgrad, dann muss man teilweise 2 Tasten gleichzeitig drücken, womit der gute alte Controller der PS1 ganz schnell das Handtuch werfen wird und es so quasi unmöglich ist, dieses Meisterwerk moderner Softwarekunst fehlerfrei spielen zu können. Hier hat man allerdings mit der Tanzmatte einen sehr großen Vorteil. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Für den größten Effekt und maximale Schande sollte man unbedingt bei geöffneten Fenster und komplett unbekleidet vor dem Bildschirm rumhampeln. Wenigstens haben die Nachbarn dann auch noch was von eurer Performance. Würstchen-Gulasch? Leider gibt es keine Extras zu verdienen. Ihr könnt also nicht das komplette Musikvideo in Dauerschleife abspielen, so sehr ihr es auch wünschen solltet. Das Ding ist aber, dass rein von Prinzip her Schnappi das kleine Krokodil nicht wirklich das schlimmste Spiel aller Zeiten ist. Im Gegensatz zu den Werken aus dem Hause Phoenix Games handelt es sich hierbei tatsächlich noch um ein richtiges Spiel. Man wird zwar mit der Zeit seinen Verstand verlieren, aber zumindest hat man was zu tun und je länger man spielt, desto mehr Spaß wird man haben. Allerdings nur, weil das Gehirn langsam seinen Geist aufgibt und ihr dann mit sehr viel Schaum vor dem Mund vor dem Monitor sitzen werdet, während der Sabber langsam an euch herunterlaufen wird. Es ist eben nur eine komplette Schande, dass die allerletzten Spiele, die bei uns in Europa für die PS1 veröffentlicht wurden, ein absoluter schmerzhafter Tritt in die Klöten sind. Wie zur Hölle konnte Sony das nur zulassen? Fast ein Jahrzehnt voller Perlen und dann trägt man diese Ära mit absolutem Schrott zu Grabe. Das hat das System, das uns so viele Jahre mit den besten Spielen aller Zeiten versorgte, einfach nicht verdient. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnappte ich mich frei.
Zum Glück gab es keinen zweiten Teil oder ein anders gespieltes Abführmittel wie etwa Lama aus Yokohama. Wer sich den Spaß geben möchte und sich auch gerne mal nach dem Essen den Finger in den Hals steckt, der sollte sich unbedingt Schnappi holen und nach dem Spielen die CD und die PS1 auf dem Sondermüll entsorgen. Alle anderen dürfen gerne um dieses Spiel einen sehr, sehr großen Bogen machen. Man verpasst wirklich nichts, außer einer sehr großen Portion Nostalgie, die allerdings damals auch schon so schön war, wie einen Eimer Durchfall zu gurgeln, ohne sich danach die Zähne mit Kernseife zu putzen. Ja! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.